Hast du Geldsorgen? Wie? Hast du Geldsorgen? Nein. Ich wohne in einer Zweizimmerwohnung mit 3 Leuten. Also ich habe eine Zweizimmerwohnung, das ist schon in Ordnung. Ja, ich hätte gerne mehr Geld. Sind vor dem Virus alle gleich? Ich frage in Hamburg-Eppendorf heute mal nach, was die Leute hier so für Sorgen haben. Und ich bin hier im schönen Wilhelmsburg unterwegs und werde hier die Menschen fragen, was sie so umtreibt. In Eppendorf verdienen die Leute im Schnitt mehr als doppelt so viel wie in Wilhelmsburg. Und sie haben pro Person 15 Quadratmeter mehr Wohnraum. Wie unterschiedlich erleben Menschen die Corona-Krise in einem ärmeren und in einem reicheren Stadtteil? Meine Haushaltshilfe berichtet mir, dass die Gurken inzwischen die Gurkenpreise durch die Decke gegangen sind. Also da scheint sich was zu tun. Ja. Selber habe ich das jetzt auch noch nicht so gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Also ich koche frisch und da merkt man das gerade am Gemüse und Obst. Es ist alles ziemlich teuer. Und wird noch teuer. Wir müssen bezahlen diese ganzen Kosten. Wir arbeiten. Ja. Also reiche Leute nicht. 2020 sind Lebensmittel um 4,2% teurer geworden. Das ist ein deutlicher Preisanstieg. Und hat sich für Sie beruflich was verändert? Nein. Okay. Privatier. Privatier? Okay. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch sehr viel Platz da. Genug. Da geht es einem gut zu Hause. Ich wohne in einer Zweizimmerwohnung mit 3 Leuten. Mein Kind kostet ein eigenes Zimmer und man kriegt keine Wohnung. Man fühlt sich irgendwie ein bisschen eingesperrt langsam. Ich habe eine Zweizimmerwohnung, das ist schon in Ordnung. Wohnst du da allein in der Zweizimmerwohnung? Ja. Menschen in Wilhelmsburg haben 15 Quadratmeter weniger Wohnraum pro Person als in Eppendorf. Ich habe 62 Quadrat und das ist mir jetzt sehr, sehr klein. Also viel Probleme mit 4 Kindern natürlich. Ja, also er ist im Homeschooling. Der Kleine, der darf zum Glück 3 Vormittage in die Kita. Das macht es ein bisschen einfacher für mich jetzt. Haben Sie wenig Platz? Nee, zum Glück. Also an Platz mangelt es zum Glück jetzt nicht. Aber ich finde, das macht für mich jetzt, also ich kann es nicht beurteilen, was es für einen Unterschied macht. Ja, mein Mann ist Alleinverdiener, ne? Ja. Weil ich ja mit meinem Kind zu Hause bin. Ist der in Kurzarbeit oder arbeitet Gott er ganz sei Dank normal? Arbeitet er bei der Deutschen Post. Aber er hat dadurch auch sehr viel zu tun. Er sieht dadurch sein Kind weniger als vorher. In den Cafés ist es sehr, sehr teuer geworden. Also gerade wollte ich mir ein Sandwich holen, das sollte 7 Euro kosten. Sind nicht ausgepowert. Nicht ausgepowert? Nicht anfassen, nicht anfassen. Ich wollte eine Ausbildung anfangen, normalerweise dieses Jahr, aber das wird wahrscheinlich auch nicht. Man hat so schon Geldprobleme und dann kriegt man noch mehr Geldprobleme. Ich bin eigentlich Fitnesstrainer. Es ist natürlich leider geschlossen, insofern ist es ein bisschen schade, dass man keine Leute mehr trainieren kann, weil jetzt glaube ich, dass viele nötig haben. In Wilhelmsburg sind über 3-mal so viele Menschen arbeitslos wie in Eppendorf. Ich habe heute in Edeka, ich habe eine Maske vergessen und die kostet 1,50 Euro eine Maske. Ja. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Hast du Geldsorgen? Wie? Hast du Geldsorgen? Nein, glücklicherweise. Aber bist du dann jetzt nicht in Kurzarbeit oder so? Ja, aber passt. Hast ein Elternhaus oder so, das abfängt? Genau. Ja. Mein Mann arbeitet als Kellner, er ist auch im Moment zu Hause. Also auch nicht Kurzarbeit? Und nee, dann nee. Leider nicht. Tatsächlich sind wir jetzt seit diesem Monat in Kurzarbeit. Haben Sie dann Geldsorgen? Nein, Gott sei Dank nicht, weil die Firma so kulant ist und das Geld aufstockt. Alles teuer, jetzt keine mehr Arbeit. Alle Leute zu Hause. Alles teuer. Und die Haushaltshilfe, hat die andere Sorgen als zuvor? Ja, sicher. Ja. Zumindest die Sonne scheint doch für uns alle gleich.